Vollkommen. Weißt du, dass der mich einmal besucht hat in Bonn, als ich Vorsitzender der Abgeordnetengruppe der PDS war, um zu fragen, ob wir Rau wählen könnten, der sein Chef war, der war noch Ministerpräsident in NRW, zum Bundespräsidenten, ohne darüber viel zu tönen. Solche Gespräche sind süß, weil er was von mir wollte, nicht ich von ihm. Ja, so ein umgekehrtes Vorzeichen. Ich erinnere mich an einen Abend mit Wolfgang Clement. Da waren wir in einem also Berliner Hochhaus, ich glaube, das Mannesmann-Gebäude, ich weiß schon nicht mehr genau, auf jeden Fall waren wir ganz oben und blickten so in den Nachthimmel hinein und da meinte er, also ob ich hier Richtung Osten gucken könnte und Richtung Westen und so. Und natürlich war das jetzt, also war auch 98 oder wann oder um die Zeit herum, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall war natürlich also im Osten viel weniger Licht als im Westen. Ja. Und da meinte er, wenn ich verstehen wollte, wie die Systeme sich unterscheiden, dann bräuchte ich nur gucken, wie viel Licht wo ist. Und das war also von daher, da könnte ich auch einiges erzählen. Ja, aber ich kann ja sagen, die Ostdeutschen sind dadurch in der Lage, auch im Dunkeln Leute zu erkennen.